Hallo Lokführer, bitte lassen Sie Ihre Fahrgäste einsteigen und fahren Sie dann zum nächsten Halt. Sie folgen dem Muster eines RE83. Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Train-Simulator-Folge. Wir sind heute im neuen DLC hier Norddeutsche Bahn unterwegs, welche die Strecke Kiel-Lübeck jetzt präsentieren soll. Und wir haben uns heute eine kleine Aufgabe hier ausgesucht, die wir euch jetzt zeigen wollen. Ich glaube, die Aufgabe heißt Winterlicher See. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet, denn diese Strecke, ja, ich finde, die Bilder, die sahen sehr, sehr gut aus. Das Ganze kostet 29,99 € und ist gestern am 12. Dezember erschienen. Also, wenn ihr das Ganze euch ja selbst vielleicht überlegt, euch das zu kaufen, schaut euch das Video jetzt am besten an. Und von daher würde ich sagen, fangen wir mal an jetzt und lassen wir mal jetzt hier die Fahrgäste einsteigen. So. Haben wir. PZB. SIFA. So, so sieht er aus. Der Kollege, mit dem wir heute unterwegs sind, mit der BR218. Wir sehen wir schon, ne? Ist alles winterlich. Haben Diesel. Und so schaut es so eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Hier sehen wir, ne? Den RE83 Kiel Hauptbahnhof. Und Szenario soll wohl um die 20 Minuten dauern. Ich hatte eigentlich ein anderes Szenario geplant gehabt. Allerdings dauerte die erste Mission davon 90 Minuten. Das ist natürlich Wahnsinn. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir starten in Plön, fahren weiter nach Brez, haben dann in Rahlsdorf, wenn ich das jetzt richtig lese. Warte mal, wir können ja hier ein bisschen, ja, Rahlsdorf und dann Kiel Hauptbahnhof. Haben wir dann nochmal unseren letzten Halt, also ein paar sind's. Ja, Besonderheit der Strecke ist natürlich, dass sie halt noch nicht elektrifiziert ist, dass sie teilweise echt nur eingleisig ist. Und da kommt schon der Kollege. Diese beiden Züge sind halt mit dem DLC dazugekommen. Aber so bin ich ja echt mal gespannt. Also ich mag ja dieses ganze winterliche Setting. Es gab halt noch eine Nachtaufgabe, aber nachts halt immer sowas zu zeigen, das ist halt immer ein bisschen schwer. So, haben auch schon grün bekommen. Das bedeutet, oder Fahrt, das bedeutet, ja, wir dürfen. Schauen wir mal, ob wir das hier hinkriegen. So. Haben die SIFA-Tasten jetzt hier woanders gemacht hier? Kann das jetzt aktuell gerade nicht bestätigen. So 90. Komisch. Also die Tasten irgendwie. Hier ist zwar SIFA und so. Aber irgendwie, gut. Müssen wir gucken. Wird schon schief gehen.
So, ich habe mal noch einen Screenshot gemacht hier. Hier sehen wir halt so richtig schön, ne, wie das Ganze nun wirklich aussieht, wenn es dann halt eingleisig ist. Oh, wir müssen echt aufpassen. Dass wir echt nicht drüber schießen. Schön mit der Winterlandschaft und so, passt natürlich jetzt perfekt zur Zeit. Ich meine, wir haben hier in Berlin noch Pech, wir haben noch keinen Schnee. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber hier diese winterlichen Häuser hier, das sieht schon echt schick aus. Oh. Ja, mit dazu kommen natürlich wieder 6 Missionsaufgaben, also 6 Szenarien, die man dann halt spielen kann. Davon sind, wie gesagt, Teile sogar unterteilt halt in Teil 1 bis 3. Dann gibt es natürlich wieder Aufgaben für Rail-Fan. Die sind natürlich auch dabei. Ich kann hier echt nichts machen. Verstehe ich nicht. Ist noch kein Halt von uns. Wieder hochpowern, ihr hört's, ne? So, gib ihm 140.
So, und 7 Kilometer sind wir denn schon in Brez angekommen. Ja, 29,99 € kostet das Ganze. Ist natürlich schon ein Pappenstiel. Zum Vorbestellen ging es natürlich auch schon. Da hatte man dann 26,99 € bezahlt oder 27,99 €. War mir noch nicht so 100% sicher. Deswegen habe ich das dann erst zum Release-Tag dann gekauft. Meine, die 2-3 €. Ist jetzt natürlich jetzt kein Weltuntergang. Aber guckt euch das doch an, hier diese Landschaft, das ist schon hübsch. Ach, warum macht er diese Vorbeifahrt immer nicht? Ich verstehe das immer nicht. Seht, ne? Das ist nichts elektrifiziert hier. Alles eingleisig. Schon schön. Ich glaube, er reagiert halt überhaupt nicht. Genau. Das Problem ist, dass die Tasten echt nicht funktionieren hier mit der PCB. Das verstehe ich nicht. Kannst nichts machen. Deaktiviere ich, weil das funktioniert scheinbar ja sowieso nicht. Normalerweise war es doch mal Bild runter, oder verwechselt sich das jetzt gerade wieder mit Susi? Notfalls wäre hier noch, aber auch da keine Reaktion. Kann er jetzt nicht jedes Mal jetzt hier unten aufdrücken, wenn irgendwas ist? Natürlich hier wieder Zeit verloren. Das 50. Genau, weißt du, wegen. Na, auf jeden Fall sind wir jetzt in Brez angekommen. Wie gesagt, also ihr seht, auf den Standardtasten funktioniert das nicht. Kann ich die PCB-Taste nicht drücken.
halt doch an. Was ist denn sein Problem? Ey, ich bin auf Zwangsbremsung. Das ist wieder so toll, das ist... Also mehr als bremsen kann ich doch nicht, also... Naja. Weiß ich nicht, ob das jetzt... irgendwas stimmt hier gerade nicht, also das ist ja jetzt ein bisschen... Ich kann es nicht sagen. So, Reichsdorf ist nächster Halt. Ratshof, Reichsdorf. Hoffen wir mal, dass wir da diesmal ein bisschen besser bremsen. Also ich könnte es mir jetzt vielleicht noch erklären. Na, es ist ja kalt, Schnee draußen, es ist gerutscht, aber er hat gar nicht mehr reagiert. Also er reagiert nicht mal auf die PCB-Eingaben, ja, die ich gebe oder sowas. Also auch das ist schon halt mysteriös. Weiß jetzt nicht so ganz, wo ich das jetzt einordnen soll. Vielleicht mag mich heute der Train-Simulator nicht. Wer weiß das schon. Und manchmal verstehe ich auch nicht, wie das mit dem Rädchen hier funktioniert. Ist wurscht. Also, das ist halt nur diese Lok, ja. Ich bin selten damit unterwegs. Feier, wenn dann halt immer nur diese... schniekeren Teile, sage ich mal. Ist vom Modell her, muss man sagen, naja, das ist halt gewohnte Qualität halt, ne? Haut jetzt nicht so unbedingt von den Socken. Ihr habt ja schon unser nächster Haltebahnhof. Mal schauen, ob wir da besser abbremsen können. Aber so an sich muss ich sagen, ich finde das toll. Das erinnert mich an meine alten Waldbahn, die ich gebastelt habe für Lotus. Ja, so einfach nur ein Wäldchen, eine Spur. Ja, natürlich ohne Zeichen leider. Aber so an sich... Ich finde, das hat schon irgendwie Feeling. Das hat er hier schon ein richtig cooles Feeling hier. So, da vorne kommt. Genau. Oh. Zwangsbremsung wäre jetzt wegen Siefer jetzt natürlich mega fail.
Also sind wir uns wieder Punkte weg hier. Von eh schon unseren Punkten, die sie uns weggenommen haben hier. So. Reisdorf. Oder Reisdorf. Hier wird sich viel beschwert, weil ich den Namen wieder falsch ausgesprochen habe. Und wahrscheinlich so oder so war er falsch. Eins von meinen Zimmer. So, wie gesagt, da kommt unser Bahnhof, denn ich werde da jetzt so langsam reinfahren, bis zum geht nicht mehr. Der telefoniert da, okay. Oder er hört Mucke. Eins von beiden. Na, wir haben eh rot. Aha, schau mal an. Jetzt ging es irgendwie besser. Jetzt ging es auch tatsächlich besser hier. Aber haben schon wieder ordentlich Verspätung. Da Punkte für uns regnet, ist immer so eine Frage. Und ob es überhaupt weitergeht, ne? Wäre nicht das erste Mal, dass eine Aufgabe abschüttet, weil ich wieder zu spät unterwegs bin. Natürlich. So, können wir uns aber mal die Gegend hier anschauen. Am besten würde ich sagen, vielleicht passiert ja hier noch was. Ich weiß es nicht. Unpünktlichkeitsstrafe. Ja, genau. Also hier Reisdorf oder Reisdorf. Naja, das haut jetzt hier nicht so gerade um. Aber gut, das ist halt ein kleines Dörfchen hier. Das ist halt die Frage, wo ist der Kollege, der jetzt hier gerade unser Gleis blockiert? So, haben wir einen Hamburger. Scheint ein größeres Dorf zu sein hier. Was haben wir hier für einen Bus? Ein Citaro. Allerdings dürfen wir jetzt nicht fahren, ne? Wir haben jetzt hier ein rotes Signal. Das schaut doch schon wieder. Genehmigung der Überfahrt des Haltzeichens erteilt. Alles klar, wir dürfen fahren. Dadurch, dass wir ja nun komplett ohne PCB fahren, weil ich sie ja deaktiviert hatte, können wir auch weiterhin mit 50 hier weiterfahren. Dies ist mal ein Vorteil. Es gab auch noch nicht so viele Nutzer-Reviews bei Steam. Ich glaube, das waren ganze 2 oder 3 aktuell, wo ich das gekauft hatte, sodass man halt noch nicht wirklich irgendwie groß lesen konnte, wie jetzt die Masse das Addon findet. Das ist ein bisschen schade. Schon einer, der gerne liest, gerade jetzt bei Sachen, wenn es jetzt so um den Train-Simulator geht,
Es ist nicht immer ratsam, gleich immer zum Release zu kaufen. Oder vielleicht doch noch ein bisschen abzuwarten. Das Burger. Aber ihr könnt uns gerne unterstützen, wenn ihr das Ganze natürlich hier auf Games Planet kauft. Dann kauft ihr das nicht einfach nur so, sondern ihr tut dem Kanal auch ein bisschen was Gutes. Denn ein paar Cent gehen von den Verkäufern an uns. Ja, wäre natürlich eine klasse Sache, zumal jetzt auch gerade ein großer Sale ist, großer Train-Simulator-Sale. Allerdings ist die neue Strecke nicht mit dabei. Ne, soweit schon mal das Ganze vorab zu nehmen. Gelbes Signal, das schaut nicht gut aus. Rotes Signal. Okay, wir können. Irgendwie habe ich da rot gesehen. Das könnte man aber auch zweideutig. Irgendwie habe ich da rot gesehen. Das ist eine Kunst, ich kriege alles kaputt. Das heißt, komplettes Szenarien vom Train-Simulator. Aber ich finde immer noch, das mit der Schnitttextur, das sieht einfach nicht schön aus. Wenn sich das Ganze hier so, ach so, hier war der Kollege. Wenn sich das Ganze hier so ein bisschen so aufsplittet. Gleich überlappt sich das dann wieder. Das ist dann, wenn jetzt wieder die Zusammenführung kommt. Aber von den Umgebungsdetails her, muss ich sagen, ist das schon hübsch. 80 Kilometer lang soll die ganze Strecke sein von Kiel nach Lübeck. Früher waren irgendwie 2 Stunden vonnöten. Jetzt im Taxi-Detail drin, jetzt schafft man es in einer. Wird natürlich damit halt beworben, ja, dass sie halt nicht elektrifiziert ist und alles komplett eingleisig. Das Ganze, das mag ich sehr, ja. Also das sind schon so Sachen, so, weil das halt meistens immer so irgendwo so dörflich ist, so weit weg vom Schuss. Und das sich eigentlich sehr putzig anhört. Wir sind noch nicht bei 70. Was ist los? Also die Sonne, die knallt schon extrem, oder? Das sieht ja aus, als ob der Himmel brennt. Oder? Das sieht doch wirklich so aus. Obwohl das eigentlich ein relativ geiles Bild ist. Oder darauf achten, dass wir dann jetzt hier nicht eine Zwangsbombe kassieren. So, okay, das.
Gut, also die erste Bremse war dann ja, fällig gewesen, dass wir scheinbar drüber gerutscht sind. Das hatte nichts mit dem Trennsimulator zu tun. Das mit der PCB habe ich jetzt nicht verstanden, warum die Standardtastenkombination nicht funktioniert. Also weder die eine noch die andere, ob es jetzt nun Susi ist oder nicht Susi. Einer von beiden hätte auf jeden Fall funktionieren müssen, hat sie nicht. Weiß ich noch nicht so, warum das so ist. Gehe mal stark davon aus, wird irgendeine andere Tastenkombination verwendet werden dafür. Gut, das hätte man sich vielleicht vorher mal ein bisschen schlau machen sollen. Aber wir hätten dann natürlich auch die Funktion gehabt, dass wir das hätten hier machen können. Wir hätten uns aber dementsprechend halt immer die ganze Zeit umgucken müssen. Ja, sonst, ich finde die Belichtung hier ein bisschen heftig. Also es sah ja wirklich teilweise gerade so aus, als ob der Himmel brennt, ja. Wenn euch natürlich Sachen aufgefallen sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, also ich bin jetzt nicht der Pro unter den Train-Simulatoren-Spieler, ja, um Gottes Willen. Das wäre ja schlimm, wenn man in allen Sachen immer der Pro sein müsste. Nee, von daher, wenn, wie gesagt, wenn euch da was aufgefallen ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wird bestimmt so die ein oder anderen Objekte gewesen sein, die halt noch fehlen oder sowas, die in der Luft schwirren. Hier sehen wir mal so ein bisschen elektrifizierte Strecke. Rechts neben uns oder auch hier links. Und ja, so also fahren wir jetzt langsam sicher in Kiel ein. Da wird gebaggert und gebaut. Ah, hier sehen wir so ein bisschen was von Kiel. Leider keine Weihnachtsbäume gesehen oder sowas. Schade. Und Ankunft. Ja, mit ordentlich Verspätung. Ich habe es ja mal geschafft, hier fast 4 Minuten. Obwohl, das soll ja nicht spät sein. Wir sind immer noch pünktlich. Irgendwie 6 Minuten. Alles, was unter 6 Minuten ist, ist pünktlich. Na denn. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Verstehe ich nicht. Normalerweise müsste es der Trennsimulator mit übernehmen. Aber ist ja nicht der deutsche Bahnsimulator. Das ist ja allgemein. So. Alles aussteigen. Leute, die Folge ist hier zu Ende. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn ich hier ein bisschen anfänglich wieder meine Startschwierigkeiten hatte mit dem Train-Simulator. Aber so ist das halt immer. Ihr kennt das doch selbst. Und ja, wenn ihr uns gerne folgen wollt, dann hier unten seht ihr das im Video. Ja, wir haben eine Steam-Gruppe, wir haben einen Discord, wir haben alles. Ja, also kommt da, folgt uns und verpasst nichts mehr. Abonniert uns, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Wir haben, ja, Nahverkehrssimulationen sind unsere. Und freuen uns natürlich da, wenn der ein oder andere hier vorbeischaut. So, wir haben minus 970 Punkte bekommen. Das läuft, würde ich sagen. Wieder im Zeitplan. Ein schönes Nachhausekommen für alle Besucher der Veranstaltung. Gut gemacht, Lokführer. Unser Endpunkt hier. Ich verabschiede mich natürlich hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.